Und damit kommen wir zum letzten Viertelfinal aufeinandertreffen, weil danach haben wir alle Teams für das Halbfinale. Und zwar die Outsiders gegen das Chapter, die ja das letzte Mal vom sich gegenseitig so ein bisschen geärgert haben. Also vielmehr, ja, die Outsiders haben das Chapter angegriffen. Und jetzt treffen diese beiden Teams aufeinander. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht vor oder nach dem Match noch irgendwas passiert, weil die beiden Teams sind sich nicht wirklich einig. Oh, die Outsiders sind hier ganz begeistert. Freuen sich wahrscheinlich. Ja, jetzt können wir endlich auf die beiden treffen. Big Boot von Diesel direkt am Anfang. Meine Fresse. Ja, das war nicht mal ein One-Count. Da wollte Diesel gleich das Match schon ganz, ganz schnell beenden. Na gut, die Outsiders hatten in der ersten Runde auch Glück im Unglück. Die mussten ja gegen die New Age Outlaws antreten. Und Jack the Powerbomb. Meine Güte, Diesel, der macht hier ganz schnell klar, was hier Sache ist. Da kommt der Dragon Soldier raus. Also dafür ist er zu hart im Nehmen. Da ja Billy Gunn auch den Road Dog da mitten im Match verraten hat, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er hat ihn im Stich gelassen. Und dann war es halt ein Handicap-Match und dann war es eigentlich klar. Das Chapter hat ja gegen die Union, also die Mischung aus William Regal und Terra Talks. Ja, und jetzt treffen die beiden Teams halt mal aufeinander. Die momentan noch gesehenen, noch Tag-Team-Champions gegen das Chapter. Also alle Tag-Teams aus der letzten Season sind schon raus. Die Order sind gleich in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Anarchy. Und die Anarchy hat sogar danach die Tag-Team-Champions, die danach Tag-Team-Champions waren, also die Kompensation, haben sie auch rausgeschmissen. Und Josh Chadwick muss jetzt erstmal von ihr richtig Strafe erleiden, muss man sagen. Power Slam von Razor Ramon. Und der Dragon Soldier, der mischt da jetzt auch mit. Der sieht sich das nicht länger mit an. Oh man, diese beiden Teams, die haben sich ganz doll lieb. Ja, irgendwie, das Chapter muss irgendwie immer so ein Team haben, mit wem sie sich prügeln können. Das waren ja erst die Anarchy, das ist ja auch noch nicht so ganz geklärt zwischen den beiden. Und jetzt mischt sich die Outsiders da auch noch mit ein. Das darf doch jetzt nicht. Und Big Boot. Oh, zur Verhöhnung vom Dragon Soldier, weil es genau in seiner Ecke war und das auch so eine typische Dragon Soldier Aktion ist, der Boot of a Dragon. Ja, der Wechsel auf beiden Seiten. Dragon Soldier gegen Razor Ramon. Heute ganz in Rot gekleidet. Ja gut, er ist ja eigentlich im Raw-Kader. Hat wahrscheinlich extra gemacht, so hier, Raw ist das einzig Wahre. Und sie treten halt bei SmackDown an. Naja, kann man nichts machen. Man weiß, es kann ja auch das Finale geben, wenn das Chapter jetzt gewinnt und die Anarchy auch mal weiterkommt. Dass wir das Chapter gegen die Anarchy nochmal haben, wie beim letzten Pay-Per-View. Oder was beim ersten Pay-Per-View, ich weiß ja schon gar nicht mehr. Habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. So, die Outsiders arbeiten unfair, dann darf das Chapter das auch machen. So, easy peasy ist das. Und Clothesline hier von Razor Ramon. Ja, der Dragon Soldier hat schon sehr viel abgekriegt in diesem Match. Den Big Boot direkt zum Anfang von Diesel, dann den Jackknife Powerbomb. Ja, die Outsiders wollen gar nichts anbrennen lassen, die wollen ihre Titel wieder haben. Obwohl, laut den Geschichtsbüchern sind sie die aktuellen Champions. Oh, irgendwas. Oh, ich glaube. Und die beiden prügeln sich jetzt außerhalb. Also Dragon Soldier und Diesel. Und beide werden vom Ring verbannt. Oha. Welches Team jetzt weiterkommt, liegt alleine in der Hand von Josh Chadwick und Razor Ramon. Oh, Backe.
So schnell wird aus einem Tag-Team-Match ein Singles-Match. Tja, Razor Ramon gegen Josh Chadwick in einem Tag-Team-Titel-Ausscheidungsturnier-Match. Naja, ist halt so. Kann man machen, nichts. Jetzt bin ich mal gespannt, wer von beiden für sein Team gewinnt. Ah, das darf nicht wahr sein. Das ist alles Confucius Grande hier. So, Josh, der hat jetzt keine Lust. So, Razor, der geht stiften. Na gut, er hat Erfahrung. Er weiß, wie er ein Match zu führen hat. Josh ist da so ein bisschen unerfahren. Er hat noch nicht die Erfahrung. Ist erst seit dem Royal Rumble, seit Season 3, also Universe 4.0, dabei. Na, da muss er aufpassen, dass er nicht in Razors Falle reinrennt. Und wunderschöner Twisted Suplex. Oder es war von vornherein geplant, dass Diesel den Dragon Soldier provoziert, weil der Dragon Soldier erfahren ist, prädestiniert, also er hat einige Single-Erfolge bestanden, war ja multipler United States Champion, dass sich dieser dachte, komm, ich locke ihn vom Ring weg und du kriegst die, von dem Papier her, die leichtere Aufgabe, nämlich Josh Chadwick. Aber das heißt nichts. Das heißt gar nichts. Razor ist auch United States Champion gewesen. Hat sich den Titel am Anfang der dritten Season von Great Muta geholt. Hat ihn dann, glaube ich, an Kane wieder verloren. Aber nun gut. Wollen wir jetzt mal nicht in den Geschichtsbüchern der letzten Seasons rumkramen. Wir sind im Hier und Jetzt, obwohl ich ganz gerne immer in die Vergangenheit abdrifte. Und da gibt es einen langgehaltenen Suplex und dann geht's krachend nach unten. Bedeutet das jetzt den Sieg? Nein, noch nicht. Obwohl, das hat man ja auch in einem Match Rusev gegen RVD gesehen. Oh, das wird der Fallaway Slam von Razor Ramon. Also wenn das Cover jetzt nicht durchkommen sollte, obwohl, warten wir erstmal ab. Doch, das war's. This Chapter ist draußen, ja, die Outsiders The Click, wie sie sich ja nennen, mit Shawn Michaels zusammen, sind eine Runde weiter. Der Plan ging auf, mal gucken, ob jetzt vielleicht noch was passiert. Okay, und wieder eine falsche Szene. Wieder eine falsche Szene. Weil eigentlich müsste da jetzt Diesel sein und Josh Chadwick in der Mitte. Aber das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Das haben die mit dem Road Dog auch gemacht. Und damit kommen wir zum vorletzten Match auf der Matchcard. Matty Essex gegen Rex. Und ich mache schon mal die nächsten Paarungen für das Tag Team Titelturnier hier auf meinem kleinen Notizzettel, wo irgendwie alles Mögliche von allem möglichen Mist draufsteht. So, wer war denn hier noch weiter? Ach ja. Oh, das werden interessante Matches. Okay, jetzt lassen wir mal den Matty Golden Boy Essex gegen Rex antreten. Also eigentlich auch schon so Bullet Club gegen Misfits in Action, könnte man das schon fast nennen. In Betonung auf fast. Ja, da gab es einen kleineren Splash in die Ring-Ecke. Ja gut, Matty darf sich jetzt nur nicht so verausgaben. Er muss noch ein Tag-Team-Match bestreiten, zwar nicht am heutigen Abend. Weil der Bullet Club ist noch drinne. Ich sag jetzt bestimmt nicht, wer die Gegner von denen sind. Das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist. Und da nimmt Matty Anlauf. Er macht das Zeichen und nimmt Anlauf. Handstand und Elbow. Dann kämpft man noch die Aktion von Elijah Burke. Noch ein schöner Flapjack hinterher.
Ja, Demetti. Was kann man noch zu ihm sagen? Er kam am Anfang, hat relativ spät in die Season, also in der dritten Season, also 4.0, kam er ins Universe als Teil des Bullet Clubs. Ne, da hießen sie noch Motor City Machine Guns. Da war AJ Styles nur als Manager dabei, jetzt auch als Tag-Team und Vollmitglied. Und Drew Parton hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und so wurden sie halt der Bullet Club. Ich war jetzt gerade überlegen, ob ich noch dieses For Life noch dahinter setze. Mit einer ganz tiefen Stimme. Aber, nö. Und irgendwie habe ich jetzt gerade den ganzen Faden der Diskussion verloren. Oh Gott, nein. Was ist denn los mit mir? Schrecklich. Ja, mal gucken, wer sich in diesem Match hier durchsetzt. Ein schöner Konter hier von Rex. Ah, Logup, den gewinnt aber Matty Essex. Und ein Whip-In von selbigem. Ah, da wird in der Ecke mal ein bisschen durchgetauscht, aber irgendwie. Und nochmal dieser Swing Slam, Swift Slam oder wie man auch mal das Ding nennt. Hat der Big Bossman ja mal ganz gerne gemacht, diese Aktion. Ein schöner Konter von Rex, der jetzt anscheinend besser hier ins Match reinkommt. Gut, das Tag Team der beiden, also die Misfits in Action. Also von Rex und David Jr., die haben ja leider gegen... Ja, was heißt leider? Sie haben auf jeden Fall gegen Delta Drain. Sie haben ihre Gegner einfach unterschätzt. Also das Team aus Daryl und Crazy Omega. Und sind dadurch halt rausgeflogen. Ich muss gerade überlegen, wie ist mein letzter Satz? Gott, ich werde so alt. Ich werde alt. Ich vergesse schon die letzten 3 Sekunden meiner Sätze. Sehen wir nochmal. Was soll der Scheiß? Ich muss Dr. Kawashimas Gehirnjogging spielen. Ich muss ein Massierenfeed machen. Ja gut, ihr könnt natürlich auch sagen, dass einer dieser beiden um den Titel von The Stars of Pain antreten soll. Also zum Beispiel ein Rex oder ein Matty Essex. Oder ein RVD oder ein Booker T oder ein Magnus, ein Crazy Omega und ich erzähle jetzt nicht weiter auf meinem nichts mehr. Nur ein Randy Phantom, der es ja irgendwie immer in die Titelmatches schafft, aber ihm dann die Muffe geht oder sowas. Auch Aufgabegriff von Matty Essex wird Rex tappen. Ja, der Move wird gehalten. Nein, da lässt Matty vorher los. Jetzt kommt Rex mit einem wunderschönen Neckbreaker. Gut, beides sind sehr gute Techniker. Und was macht jetzt Rex? Also Matty macht ihm nach. Er geht einfach mit aus dem Ring. Rex räumt jetzt das Kommentatorenpult ab, weil das wurde am heutigen Abend noch gar nicht abgeräumt. Deswegen jetzt beide wieder im Ring. Schläge von... Okay... Rex macht Schläge und Matty zeigt den Finisher. Gewinnt aber nicht das Match. Oder war es nur das Signature? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt geht Rex auf Seil und was sehen wir? Wunderschönen Stunner sehen wir. Nice Move, richtig nice. Bringt aber auch nicht den Sieg. Beide haben ihre Finisher gezeigt, es gab keinen Sieg. Aber die beiden liefern bisher ein ganz solides Match ab. Also ich habe schon viele, viele schlechtere Matches gesehen. Ich habe aber auch schon ein paar bessere gesehen. Es waren nicht viele. Aber ich finde dieses Match relativ gut geführt bisher. Es geht schon und her, es ist spannend drin. Wir haben 2 Finisher gesehen. Und Rex auf dem Seil, Moonsault und er trifft. Heidewitzka, das war richtig gut gemacht. Und, ja, das ist Rope Break. Das, ja, da wollte er einfach nur ein Cover anbringen in der Hoffnung, dass es klappt. Clothesline, Clothesline, Anlauf. Und diesmal klappt es. Das hat AVD am Anfang auch probiert, da hat es aber nicht geklappt. So, Matty lernt fliegen und trifft genau den Rex. Aber schwierig gesprungen, aber es hat geklappt. Reicht das, um zu gewinnen?
Nein, es reicht nicht. Und dann nimmt da ihn Body Slam. Klassische Aktion. Und Ansatz. Nein, Konter von Rex. Und ich glaube, wir alle wissen, was jetzt kommen soll. Nämlich zum zweiten Mal dieser Top Rope Stunner, nenne ich das Ding jetzt mal. Und da liegt er. Cover, reicht das jetzt für den Sieg? Immer noch nicht. Meine Güte, was soll Rex denn noch alles mit Matty Essex anfangen? Aufgabegriff, und ich glaube, jetzt wird er aufgeben, weil die Aufgabegriffe in diesem Spiel einfach nur imbar und broken sind. Rex tappt. Ja, vielleicht hätte Rex mehr mit dem Crossface arbeiten sollen. Gut, Sieg für Matty Essex durch Submission. Und die E-Gitarre jault auf. Und wir kommen jetzt zum Main Event of the Evening.